Hallöchen zusammen. Herzlich willkommen zurück bei Hearts of Iron 4, in dem wir gleich erfolgreich Japan übernehmen werden. Aber sowas von erfolgreich. Wir haben alles, was wir haben. Wir können euch natürlich auch noch nach da unten verfrachten. Ich möchte alles auf der Hauptinsel haben, wenn es geht. Ich möchte wirklich alles auf der Hauptinsel gleich haben. Dort rüber hin. Und ihr geht auch darüber hin. Das passt schon weit. Dies passt soweit. Der Rest kann hier oben angreifen und ist zufrieden mit der Welt. Yep, mehr als zufrieden mit der Welt. So. 1900. Mehr geht gerade nicht. Wo sind meine ganzen Bomber? 1800 Stück herkommen. Alle mal herkommen. Ihr sollt bitte dorthin und nach dort drüber angreifen. Jetzt ziehe ich noch darüber zurück. Das passt schon. Und ich möchte bitte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 Stück darüber sehen. Und ich möchte bitte noch 200 darüber sehen. Passt soweit. Wir werden noch abgeschossen, aber das ist jetzt quasi mal egal für den Moment. Ist egal. Oh yeah. Pioniersarbeit. Ihr seid früher, als ich euch da haben wollte, stelle ich gerade fest. Wir brauchen einen Hafen. Wie Hiroshima, los geht's. Wir brauchen einen Hafen, ab nach unten. Wir brauchen hier ein bisschen was und weiter angreifen. Goku ist gefallen, okay. Das ist auch schon mal etwas. Jetzt sagt bloß, das hat jetzt nicht so funktioniert, wie ich es haben wollte. Nein, es hat nicht ganz funktioniert. Mist. Okay. Hier können wir auch noch angreifen. Das passt soweit. Dann hätte ich gerne. Eins, zwei Stück angreifen. Von hier nach dort. Attacke, so rüber. Ich hätte gerne, dass ihr hier drüben. Eins, zwei. Auch mit angreift. Nagasaki muss fallen. Wenn nicht, dann haben wir ein Problem. Nagasaki muss ganz schnell fallen. Ich glaube, mit dem Großaufgebot, was wir gerade liefern, sollten wir es theoretisch eigentlich schaffen können, es niederzuwalzen. Bitte, bitte, bitte noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr, immer noch mehr. Wir brauchen einfach noch mehr. Unmengen davon. Unmengen davon. So. Zack, das passt auch. Go. Go, 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 sobald dies möglich ist. Go, 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 go. Nimmt den Flughafen hier ein. Attention. Bougez-vous. Nehmt einfach alles hier ein. Bam, bam, bam. Den eingenommen, das passt auch soweit. Écoutez. Ja, bitte bis nach Osaka. Können wir hier kurz einen Hafen hinbauen? Oh, das wäre dreist. Das wäre dreist, aber ich mach's einfach. Genau da einen Hafen hinbauen. Wo ist er? Da. Kyushu. Kyushu, ein Hafen? Ja, nur einen Monat müssen wir halten. Oh je. Okay, wir müssen einen Monat halten. Das ist natürlich ein bisschen ungünstig. Écoutez. Écoutez. Gardez vos rangs. Nein, nein, haltet durch, haltet durch, haltet durch, haltet durch, haltet durch, einfach nur durchhalten. Einfach nur durchhalten. Ich glaube an euch. Ich glaube an euch. Noch mehr Truppen hinschicken. Einfach nur noch mehr Truppen. Wir brauchen unsagbar viele Truppen. Wir sind nicht die stärksten. Wow, okay. Dann sagen wir bitte. Das unten wird alles abgebrochen. Das wird alles abgebrochen. Wir müssen nach da oben kommen. Wir müssen einfach nur so schnell wie möglich nach da oben kommen. Egal wie, Hauptsache wir schaffen es. Écoutez. Komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon. Wir sind schon auf der Hauptinsel und es reicht immer noch nicht aus. Willst du mich vergackeiern?
Dorthin, dorthin, dorthin. Los geht's, los geht's. Bougez-vous. Du auch nach dorthin und auch nach dorthin. Komm schon. Okay, sind wir jetzt besser in der Region? Wir sind 200 Schiffe. Angestor, Biep, passt. Okay, weiter geht's. Das wollte ich doch sehen. Eine kurze Möglichkeit, darüber anzugreifen mit allem, was wir haben. Aber ich sehe gerade, ich glaube, er hat es gar nicht gemacht. Funkinitiative. Yep, Durchbruch definitiv. Genauso wie bei euch. Ihr braucht auch Initiative und Durchbruch. Ihr braucht eher weniger Verteidigung. Durchbruch ist ja so gestickt. Dann machen wir Feldlaufzeiten weg. Und das dagegen. Pare. Écoutez. Ich wollte gerade sagen, bleib bei dem hier. Das passt schon soweit. Sobald wir es machen können, los geht's. Weil wir auch themisch sagen können, wahrscheinlich. Der Rest passt soweit. Yep. Panzerwagen, nächste Stufe machen. Yep. Serie B. Und ihr scheint relativ gut aufgestellt. Es geht, es geht, es geht. Na, dorthin, wenn es dann hinhaut. Und komm schon, bitte, 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 ja. Er lässt es halt echt zu. Er lässt es zu. Das ist der Wahnsinn. Er lässt es tatsächlich zu. Hafen ist da. Truppenversorgung ist da. Alles ist da, was wir brauchen. Es ist alles da, was wir brauchen. Okay. Sehen wir, so kommt trotzdem. Ich sage jetzt nicht nein dazu. Continue d'avancer. Sowas von nicht nein dazu. Weiter angreifen. Go, 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 go. Nagasaki ist mein. So soll das nämlich auch sein. Ja, komm schon. Das letzte Billchen muss auch noch fallen. Und bingo. Das war's, das war's, das war's. Das war's, sowas von. Ich hätte gerne, dass wir noch eine Linie da aufbauen und noch eine Linie da aufbauen. So, ihr hier. Attacke nach da oben. Go, go, go. Ihr hier, Attacke dorthin. Auf nach da oben. Go, 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 go. So. Was ist jetzt hier hinten los? Ihr greift immer noch nicht an. Das ist natürlich ein bisschen ungünstig. 72 Division. Und los geht's. Bewegt euren Hintern. Ich möchte einfach, dass ihr euren Hintern bewegt. Das war's schon. Alles andere ist mir egal. Pare. Yep, da können wir noch mehr reinhauen. Rein mit dir, rein mit dir, rein mit dir. Ich möchte die gesamte Infanterie, Kavallerie von euch hier drüben sehen. Pare. Alles andere ist mir gerade Jacke wie Hose. Egal was passiert. So, rüber, rüber, los geht's. Huah. Willst du dem Thema? Attention. Ihr bitte darüber angreifen. Danach muss ich echt mal gucken, welche Feinde ich noch wo übrig habe. Ich meine, die Mongolei wäre auch noch so ein interessantes Thema. Machen wir. Chance ja kapituliert. Ich bekomme nichts davon. Er sagt, dass ich nichts davon abbekomme. Macht aber nichts, macht aber nichts. Ich hatte auch nicht damit gerechnet. Ich hatte nicht damit gerechnet. Attention. Es wird auch alles zerbombt momentan. Es wird einfach nur alles zerbombt bis zu umfallen. Haben wir den Schnörkel eigentlich schon fertig? Ne, der kommt, der Schnörkel, okay. Bei der Phase können wir die besseren U-Boote machen. Ich meine, im Endeffekt werden sie uns nicht viel bringen. Aber was soll's. Apropos nicht viel bringen, können wir auch... Ja. Bam, 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 noch mehr U-Boote bauen. Zwei, bam, bam, bam. Eins, zwei, drei, vier.
Eins, zwei, drei und vier. Sördle. Passt doch. Sieht's passend Luft, da können wir weniger davon machen. Und wenn wir es mal wieder brauchen, können wir es ja ausnutzen. Wenn nicht, nutzen wir es nicht aus. Ist alles soweit ganz gut. Ich wollte gerade sagen, hey. Die sind mir aber jetzt ganz schön dreist drauf. Die nächsten machen. Yep, bitteschön. Bitte einmal die nächsten machen. Sie möchten Osaka nicht hergeben. Es ist verständlich, ist verständlich. Aber ich brauche Osaka einfach. Ich brauche und ich möchte Osaka an der Stelle einfach haben. Also wie ich Düsenjäger haben möchte. Goin rebelliert. Sollen sie ruhig rebellieren? Das wird ihnen nichts bringen. Überhaupt nichts sogar. Ist Japan immer noch nicht gefallen? Achso, ja. Ja, Osaka. Okay, Japan ist besiegt. Aber der Rest noch nicht. Xiangomanch, dass ihr beiden noch durchhaltet, das ist echt das Größte überhaupt. Das, was mich gerade mehr als wundert. Okay. Sonst noch mehr. Wir brauchen noch mehr von der Weltgeschichte. Du und Afghanistan, ihr müsst auch fallen. Das heißt, wir schicken schon mal Truppen an die Grenze zu Afghanistan hin. Zum Irak, Entschuldigung. Einmal dich hin und einmal dich hier hin, Sodle. Dass wir den Iran schon mal einnehmen können, ob während alles andere auch gerade drauf geht. Ja, wir haben uns hier und da ein bisschen vertan. Attacke und Attacke. Das passt soweit schon mal. Ihr nach dorthin und ebenso darüber. Go, go, go. Attention. Ihr kommt dorthin und rauscht mir nach da unten hin. Yep. Attention. Und ihr rauscht mir bitte auch bis nach komplett da oben hin. So, und wie viele Truppen hat Deutschland mittlerweile? 10 Millionen. Gut für dich, Deutschland, gut für dich. 10 Millionen ist ein bisschen arg viel. Wir haben genug Artillerie übrig. Das heißt, wir könnten denen auch noch mehr Artillerie mal geben für den Moment. Zack, rein damit. Und wir haben hier auch noch genug übrig. Boah. Wenn wir es schaffen, die Bombardierung auf dem Höchststand zu halten, wäre es natürlich auch eine schöne Sache. Vielleicht noch mehr Panzer. Yep. Ich glaube, mehr Panzer ist gar nicht mal so schlecht. Falls es warum nicht ausbilden. Wir haben genug. Wir könnten aber sagen, hier bitte nochmal eine schwere Panzerdivision reinklatschen. Und dann sind wir auch schon mal glücklicher mit der Welt. Manchuku und Co. geht auch drauf. Wir haben viele Leute verloren an diesem Krieg. Massiv viele Leute sogar. Diesen Bomber gleich hinterher machen. Yep. Da machen wir keine halben Sachen dieses Mal. 1945. Das deutsche Großreich. Imposant, muss man sagen. Imposant. Ich überlege gerade, Raketenartillerie zur Gaudi machen. Warum nicht? Das ist doch bestimmt nichts Schlechtes. So. Ich hätte gerne dieses wunderbare, bezaubernde U-Boot. Soll es Minenführung auch können? Eigentlich nicht. Wir verminen nichts. Wir verminen rein gar nichts. So, bitteschön. Einmal die Creme de la Creme machen. So. Wunderbar, unsere Flotten werden immer besser. Oh, wir müssen bloß den Bereich hier einnehmen. Macht die Sache auch leichter. So, Norwegen, Schweden werden wir uns auch noch einkrallen. Das ist das Schöne daran, dass der Gegner gerade echt nichts tun kann gegen uns. Wir könnten jetzt noch Flieger hinschicken, aber warum? Warum? Macht gar keinen Sinn momentan.
Straßen werden gebaut zu tausend. Obwohl ich tausende von Straßen werden gebaut. Wow. Ein Schoko ist gefallen. Das heißt, die letzten paar haben wir noch. Chance ist die letzten, die noch übrig sind. Okay. Attention. Direkt bitte auf die Hauptstadt. Das reicht dann schon. Und einfach nur aggressiv vorgehen. Ist mir gerade sowas von egal. Ich sage, das ist mir jetzt gerade egal. Ich möchte einfach nur endlich alles haben. Und den Rest haben sie auch nicht einnehmen können. Nein. Das Französische Reich gegen das Deutsche Reich. Das wird wahrlich eine fulminante Schlacht werden. Brauchen aber noch mehr Leute. 10 Millionen Truppen haben sie im Felde halt. Das ist eine sakramentisch hohe Zahl, meine Hutzen. Sakramentisch hoch sogar. Komm schon. Lass es gut sein, lass es gut sein. Sei einfach nur besiegt. 4 Millionen getötet. Das ist eine neue Hauptstadt eigentlich momentan da hinten. Paris. Paris und Arles, beides. Paris, Arles, so oder so. Écoutez. Du gehst nach darüber hin. Das letzte bisschen, was wir haben, soll auch noch von uns eingenommen werden. Ja, es sieht einfach nur schön aus. Komm schon, komm schon, komm schon. Wer haben wir für die Mongolei eigentlich gerade noch? Wir haben noch einiges an Tagen übrig. Okay, das passt. Angriffsbefehl bitte nach da oben hin machen und go. Angriffsbefehl. Ja, egal, wo müssen wir machen. Ich schätze auch gerade eigentlich relativ wurscht an der Stelle. Wahrscheinlich nur einen hohen Verschleiß wegen der Logistik, wenn ich mir das so anschaue. Gardez vos rangs. Écoutez. Komm schon, komm schon, komm schon. Lass mich einfach nur da vorne entlang. Gardez vos rangs. Das ist nämlich zu viel Zeit, was gerade vergeht wieder. Die könnten wir schon wieder besser nutzen. Okay, komm, was soll jetzt alles ausbauen? Einfach mal alles ausbauen hier, das passt dann schon. Und ich möchte bitte Antifaschismus und Antidemokratie machen. Beides. Ja, beides ist recht gut. Der nächste ist fertig, den können wir noch nicht machen. Wäre schön, 1950, aber ich gebe da Dinge, die können wir nicht so schnell machen. Oh, die modernen Panzer können wir machen. Was ist eigentlich der Unterschied bei ihm, muss ich jetzt gerade mal rausfinden. Durchbruch, Geschwindigkeit. Er ist überall einfach besser. Ich glaube, er ist einfach besser. Der Panzer der Zukunft. So, bitteschön. Alles erobern. Runde beenden. Alles erobern. Alles erobern. Alles erobern. Alles erobern. Runde beenden. Was brauchen wir bei dir für alles erobern? Dankeschön. Wir haben sie das Weltreich vergrößert. Sudel in 910 Fabriken. Wie schaut es denn jetzt aus gegen dich? Wir kommen langsam ran. Wir kommen langsam ran an dich. Okay. Strategische Bomber. Bitte direkt ausbauen, wenn es geht. Passt. Wir möchten direkt immer schon die Serie A produzieren. Das wäre das Beste vom Besten. Okay. Wir haben sonst keinen Krieg momentan mehr. Nein, mit niemandem mehr. Ist zumindest eine schöne Sache zu sehen. Ich möchte, dass ihr euch dahin stellt. Damit ihr gegen die Mongolei vorgehen könnt. Go. Und alle, die wir jetzt momentan haben, auf Halt stellen. Wir müssen nichts mehr verfliegen. Das passt soweit schon. Ja, das passt wirklich. Und auch hier auf Halt stellen. Einfach nur noch mehr Leute.
keine Division und Grundausbildung. Brauchen wir die unbedingt? Eigentlich auch nicht. Du kleiner Charmeur, du. Bei dir können wir noch was machen und eventuell dir noch was geben. Nein, das geht auch nicht. So, wir haben den Düsenjäger erforscht. Ein Schritt in die richtige Richtung. Wir brauchen ein Atomkraftwerk und die Atombombe. Ja, die Verteidigungssphäre, das passt auch soweit. Sage ich nicht nein dazu. Noch ein bisschen Eisenminen entwickeln, die wir dann für uns nutzen können. Und Faschismus verbieten direkt. So schaut's aus. Wir brauchen also keinen Faschismus. Der Iran hat uns verärgert. Ja, das stimmt, das stimmt. Garnisonsunterstützung? Nein, 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 nein. Das brauchen wir, das brauchen wir. Junge, das brauchen wir nicht. Garnison, die brauchst du doch gar nicht. Noch mehr Panzerwegen. Okay. Panzerwagen und Panzerwagen. Wunderbar. Und ich glaube, wir könnten auch zu Gaudi sagen. Hier, guck mal her. Unterdrückung 15,7. Sogar gut gegen Unterdrückung, stelle ich gerade fest. Alle verbrauchen. Alles verbrauchen. LKWs haben auch jede Menge. Die brauchen wir jetzt aber nicht so arg. Wobei. Motorisierte Infanterie, her mit dir. Dafür ist sie noch gut. Und noch mehr machen. Komm, wir haben eh genug davon. So kriegen wir nämlich unsere Kisten unter den Mann. So, was soll... Alter, jetzt gar schon wieder so viele. Stimmt, wir haben den Düsenjäger jetzt. Das heißt, wir möchten den Düsenjäger produzieren und dich nicht mehr... Nein. Das brauchen wir auf jeden Fall auf 50 und den Bomber nachher auch auf 50. So, der moderne Panzer ist ja noch am Bauen. Ja, der kommt erst noch raus. Okay. Iran haben wir dann noch mit dabei. Afghanistan wäre jetzt auch eine schöne Sache, aber die dauern zu lang momentan. Ich bin schon mal froh, wenn wir die Mongolei bekommen können, dann ziemlich schnell. Wenn wir die haben, dann... Ja, Norwegen und Co. wären halt echt noch schön. 300 Tage. Sonst noch irgendwas. Artilleries. Infanteriebatterien bekommen noch mehr Artillerie, einfach nur, weil es können. Artillerie und Infanterie, los geht's. Schon sind sie weg. Wir bräuchten jetzt, wir haben noch mehr leichte Panzer, bis sie umfallen. Wow, okay. Leichte Panzer da reinschmeißen, yep. So bekommen wir auch unsere... Einen größeren Ansatz an Leute aufs Meteor bezogen. Düsenbomber. Wunderbar. Düsenbomber ist gut und fein. Das letzte Upgrade soll es hier sein. Düsenbomber, Düsenbomber, Düsenbomber. Taktische Bomber. Düsenbomber. So. Schiffswerften haben wir zu viel. Wir haben viel zu viel Schiffswerften. Yep. Sakramentisch zu viel Schiffswerften sogar. Dann baut mir einfach noch mehr Handelsschiffe. Was soll's? Ich hab. Das juckt mich gerade ganz und gar nicht mehr. So, einmal zurückgehen. Können wir soweit lassen. Die möchte ich noch haben. Die Raketenartillerie. Ja, die auf jeden Fall. Die muss noch zur Gaudi sein. Wir werden nicht viel davon haben für den Anfang, aber. Kommt. Kommt. So. Brisbane interveniert in Skandinavien. Naja. Ich weiß ja nicht, ob die so lange intervenieren werden. Weiter ausbauen, weiter ausbauen. Yep. Immer schön weiter ausbauen. Können die gerade gegenhalten? Ja, man sieht es nicht ganz. Man sieht es nicht ganz, leider. Okay. Wir können es erobern. Endlich. Endlich. Mongolei, weg mit dir.
tun, das ist auch unser Feind, Finico-Visor, sehr gut. Tun wir zwei Stück mit einer Klappe gerade schlagen. So, du und du gegen mich hier. Passt soweit. Attention. Und Triebitz können wir auch direkt hinterher machen. Wir haben alles da, was wir brauchen. Hier haben wir Kriegserklärung. Wunderbar. Gefällt mir. So, dann als nächstes Bergkämpfer. Auf nach Tibet. Go, go, go. Na, die müssen wir nämlich auch ziemlich schnell angreifen können. 125 Tage, das passt. Siam, warum nicht Siam? Hey. 240 Tage, das ist zu lang. Das passt schon eher. Tritt den nur bei Iran. Ich sage nicht nein dazu. Ich finde es sogar gut, wenn ihr bei denen beitretet. Noch mehr Ressourcen, eigentlich eher weniger gerade. Dann hier. Und ich möchte bitte hier auch schon mal quasi gezogene Raketenartillerie sehen. Und allgemein einfach noch mehr motorisierte Infanterie. Das ist einfach nur ein Klotz werden. So, wunderbar. Her damit. Wir haben LKWs und wir haben auch Waffen. Also können wir sie auch einsetzen. Bis zum Vollsten können wir das machen. Schwere Panzer haben wir auch. Das heißt hier bitte... Halt, nein, nicht mittlere. Schwere Panzer. Schwere Panzer. Schwere Panzer. Und hier ein ganzes Bataillon leichter Panzer reinschmeißen. So, wunderbar. Passt, 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 passt. Soweit. Dann können wir euch noch ein bisschen upgraden. Noch mehr Mountaineers. Das geht auch noch. Ja, herrlich. Panzer. Artillerie. Raketen. Und noch mehr Raketenziehers. Zack, ist halt voll. Gratulation, ich habe euch soeben voll bekommen. Infanteriedivisione. Panzer. Flugabwehr. Sagen, Moment. Panzer. Flugabwehr. Artillerie. Artillerie und Artillerie. So, bitteschön. Achso, ja, ihr dürft natürlich Französisch, Indien kommt auch mit dazu, dass ich von beiden Seiten noch angreifen kann, weil sonst ergibt es ja gar keinen Sinn. Noch mehr, wir können noch mehr bauen. Okay. Ein paar Lager können wir hier noch aufbauen. Bevor wir dann sagen, da unten bitte alles voll mit noch mehr Militärfabriken machen. Passt soweit. Sieht's, passt in der Luft. Wir können dann nachher noch ein paar mehr Millionen reinhauen. Teil in Iran den Krieg erklärt. Sorry, mein Gebiet. Sowas von mein Gebiet an der Stelle. Also da habt ihr eigentlich nichts zu suchen. Oh, jetzt sind sie auch da mit drin. Komm schon. Attention. Angreifen. Arrête. Und angreifen. Warum greift ihr nicht einfach so rum an? Und nicht einfach so rum. Und nicht einfach so rum. Und einfach so rum, so rum, so rum. So rum, so rum. Wunderbar. Ihr müsst ja quasi gerade eigentlich nur reinlaufen. Das war's schon. Ich hab's alles wunderbar übernommen. Und das ohne größere Probleme an der Stelle. Ich verliere zwar ein paar tausend, aber gut. Ich muss Deutschland überpowern. Ich muss Deutschland überpowern, sonst geht's einfach nicht. Ihr weg da. Und sonst, ich bin gerade am gucken, wo seid ihr? Ihr seid hier hinten untergebracht. So, das heißt ihr
werdet bitte schön damit angreifen, das hier wegzumachen. Los geht's. Ihr werdet Infanteriedivisione. Moment. Hat jetzt so ein Zeichen bekommen. Okay, das war ich natürlich nicht. Okay, das müssen wir ein bisschen umstellen. Bitte mehr Infanterie. Infanterie. Und hier bitte nochmal zur Gaudi ein bisschen raketenmäßig was reinmachen. So, jetzt da besser. Wollte ich gerade schon sagen, das sieht jetzt ein bisschen komisch aus an der Stelle. Go. 1, 2, 3 und go. 300 Tage können wir nicht machen, den Rest können wir machen. So wie alles für uns beansprucht. Dankeschön, moderner Panzer. Da könnten wir jetzt sogar die verschiedenen Variationen davon machen eigentlich. Oder wir sagen einfach nur Massenproduktion von denen. Das wäre auch was. Ich glaube, das machen wir. Einfach eine schöne, feine Massenproduktion und dann ist das Ganze gut soweit. Dazu möchte ich bitte dich hier umrüsten. Auf den modernen Panzer. Davon möchte ich bitte 100 Stück haben. Dankeschön. Brauche ich noch ein bisschen mehr Chrom, stelle ich fest. Das erste Mal, dass uns Rohstoffe fehlen. Das hat wirklich Seltenheitswert. Sind wir gerade am Chromausbau? Nein, wer hat den Chrom überhaupt? Ganz so einfach, wer hat Chrom anzubieten? Weil eventuell gibt es auf dieser Welt nicht genug Chrom. Das könnte wahrscheinlich wirklich sein. Okay, dann müssen wir ein bisschen handeln. Mit Kuba. Kuba ist ein guter Partner. Gut, Sitz passt und hat Luft. Wir können da noch ein paar Leute holen. Und in der nächsten Folge beginnt das Aufrüsten gegen Deutschland bzw. Schweden. Wir können da oben noch was mitnehmen. Wir schauen mal, wie wir es machen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und wie immer. Tschüss.